Herzlich willkommen bei der Mentoring Akademie. Für die einen ist die Welt voll mit Wissen und Einflüssen aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und der Selbstverwirklichung. Und für anderen ist das echt komplettes Neuland. Ich habe festgestellt, beide machen häufig denselben fatalen Fehler. Sie versuchen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, ohne dass sie sich vorher Gedanken gemacht haben, ihre wahren inneren Zielen und die Beweggründe. Denn das ist Arbeit. Die Folgen sind Ängste, Vorbehalte und innere Blockaden bis hin zu geistigem Unruhen. Mein Name ist Carsten Reckwold. Mein Umfeld ist durch Unternehmer, leitende Angestellte geprägt, die nicht auf Trends und Modeerscheinungen vertrauen. Sie haben in der Regel hohe berufliche, private, finanzielle und anspruchsvolle Ziele. Und wir haben alle zusammen gelernt, smarter zu denken und uns stets weiterzuentwickeln, um nicht im Alltag oder alte Prägungen und sinnlose Routinen stecken zu bleiben. Es gibt eine echte Formel für Erfolg und innere Zufriedenheit und die findest du kaum in einem Lehrbuch. Ich kann dir bestätigen, dass es die Formel gibt und von erfolgreichen Menschen täglich angewendet wird. Und auch innerhalb dieser Gemeinschaft wird diese Formel geteilt. Wir sind die Mentoring-Akademie für hohe berufliche, private und finanzielle Ansprüche. Und wir haben zwei ganz wichtige Leitsätze bei uns. Es gibt immer eine Lösung. Und der zweite Satz, Geld folgt dem Erfolg. Herzlich, Herr Florian Schulz, sehr, sehr erfolgreich in dem Bereich Führungskräfteentwicklung. Führungskräfte, innere Werte zu finden und sie dabei zu unterstützen. Florian, wie bist du zu diesem Thema gekommen, Führungskräfteentwicklung? Und erstmal herzlich willkommen, Florian, bei uns im Podcast. Ja, hallo nochmal, hallo Carsten. Ja, vielen Dank für die sehr wohlwollenden, positiven Worte. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Letztlich bin ich sehr, sehr früh, sehr jung gestartet als Führungskraft. Das war bei der Marine. Ich habe mir da einen Jugendtraum erfüllt. Ich wollte immer auf dem großen weißen Schiff der Gorch Fock segeln und bin nach meiner Schulzeit direkt zur Marine gegangen, in die Führungskräftelaufbahn, also in die Laufbahn eines Marineoffiziers. Da beschäftigt man sich von vornherein mit sich selbst und mit seinem Wirken als Führungskraft. Dann bin ich mit 23 Jahren auf ein Schiff gekommen und hatte Führungsverantwortung. War es die Gorch Fock? Das war dann nicht die Gorch Fock. Die Gorch Fock gehört zur Ausbildung, zur seemännischen Grundausbildung nennt sich das. 2 Monate. Da ging es eben auch darum, uns selber und unser Agieren auf See mal kennenzulernen. Okay, Führungskräfteausbildung bei der Marine? Ja. Okay. So bist du zum Thema Führungskraft auch gekommen. Genau, weil ich also selber eine war und mich mit mir beschäftigt hatte. Und später im weiteren Verlauf habe ich gesehen, auch in der Wirtschaft, in der Industrie, wird das nicht immer so intensiv gesehen, gehandhabt und reflektiert. Da werden manchmal Menschen Führungskräfte, die ganz tolle Experten sind, aber vielleicht in der Karriere weiterkommen wollen und das nur auf dem Weg in der Führungslaufbahn geht. Das haben mittlerweile auch viele Unternehmen und Konzerne erkannt, dass es da eben auch die Fach- und die Führungslaufbahnen gibt oder andere Modelle, dass es in eine Führungsverantwortung kommen muss, weil das auch nicht jedem liegt. Das ist auch ganz klar. Mhm. Ja, ich war dann auch, wie gesagt, dann auch in der Industrie und Wirtschaft in verschiedenen Führungspositionen und habe dann aber auch immer gesehen, Mensch, die eigenen Mitarbeiter zu entwickeln und dann auch immer die Idee gehabt, das auch mal selbstständig anzubieten. Position auch international, auch unterwegs, Japan, glaube ich, auch längere Zeit. Was heißt gesehen, gelebt und gearbeitet? Genau, ich habe in Japan gelebt, das war ein Stipendienprogramm, nennt sich Sprache und Praxis in Japan für Absolventen und war dann anschließend auch in großen internationalen Projekten tätig. Im Kraftwerksbau bei einem großen japanischen Konzern, der auch eine bedeutende Tochter hier in Deutschland hatte, sodass ich da auch in internationalen Projekten gearbeitet habe. Hauptsächlich Zusammensetzung, Teamzusammensetzung aus Japanern und Deutschen. Da ist, glaube ich, Führung was völlig anderes als bei uns, so von der zwischen den Kulturen, oder? Ja, das ist auf jeden Fall so. Auf der anderen Seite ist es immer wichtig, egal ob man mit anderen Kulturen oder mit Menschen der gleichen Kultur redet, dass man sich selber reflektiert, dass man aber auch immer versucht zu verstehen, was der andere einem sagen will und oder auch dementsprechend zuhört und auf den anderen eingeht. Auch so ein Kommunikationsthema, was ich auch in Seminaren vermittle. Der Sender ist immer verantwortlich, dass der Empfänger das versteht oder auch dann umsetzt, was der Sender möchte.
nicht zu sagen, habe ich dir doch gesagt. Dann muss man immer fragen, wie hast du es denn gesagt? Wie kam es denn an? Und das ist international natürlich noch was anderes, weil es auch ein anderes Sprachsystem ist. Dass, wenn es dann für beide in einer Fremdsprache auf Englisch dann passiert, hat man doch dennoch ein anderes Verständnis teilweise für Begrifflichkeiten auch nur. Ja, Sender-Empfänger, ich glaube, selbst wenn man nicht Englisch oder Deutsch... Also es hat, glaube ich, insgesamt viel damit zu tun, wenn man sich aufeinander einlässt. Das ist ein Thema, was auch für Führung wichtig ist, was im Miteinander insgesamt wichtig ist. Ja, was ist das Hauptproblem bei Führung, wenn jemand Führung übernimmt? Also ich denke, eins, was du schön in der Einleitung gesagt hast, dass man... sich selbst auch reflektiert, dass man es machen möchte, dass man weiß, wo man steht, Verantwortung übernimmt. Auf der anderen Seite auch ganz wichtiges Thema, das sehen wir gerade jetzt in der Krise, wenn viele räumlich getrennt sind, ist ein großes Thema Vertrauen, ganz klar. Also wenn wir uns gegenseitig vertrauen, auch nicht nur über verschiedene Ebenen, auch mit Kollegen aus der gleichen Ebene, dann funktioniert so eine entfernte Arbeit viel besser, weil man sich verlässt aufeinander und nicht so viel kontrollieren muss, weil eben das Vertrauen da ist. Ja. Also wo kommst du wirklich drauf an, wenn man Führung hat? Vertrauen? Das ist sicherlich ein Schlüssel. Da kommen natürlich mehrere Komponenten dazu. Auch das, was ich eben schon erwähnt habe, die Kommunikation, Selbstreflexion auch, wie wirke ich auf andere und ja, ein klares Verständnis davon zu haben, dass man auch führt. Also ich nehme mit, es gibt nicht nur ein Hauptthema, sondern es gibt wirklich viele, viele Themen. Das ist ja sehr facettenreich, denn das Thema Führung, Führungskraft. Ja, sicherlich, das auf jeden Fall. Ja. Dann natürlich auch, also wenn man über normale Kommunikation hinausgeht, auch zu erkennen, wo vielleicht Konflikte entstehen, schon im Vorfeld, um die zu lösen, zu behandeln. Es ist wirklich ein Spektrum an Themen, was da zusammenkommt. Mhm. Und die hast du alle in deinem Berufsleben wahrscheinlich in verschiedenster Form, neben unterschiedlicher Kulturen, ja auch kennengelernt. Ja, auf jeden Fall, ja. Und gerade da in dieser ersten Führungsrolle, wo ich sehr jung war, da gab es wirklich auch mal Probleme. Der Begriff Mobbing genannt wurde, ich sag's mal vorsichtig, weil da ist es auch erstmal wichtig, wenn jemand sowas sagt und erzählt, dass er sich gemobbt fühlt, muss ich als Führungskraft ja auch erstmal Neutralität wahren und mal den wahren Grund herausfinden und mal beide Seiten befragen und nicht gleich darauf anspringen. Ja. Das stelle ich mir fest vor, das ist nicht einfach, dass man wirklich sagt, hey, weil man ja auch ein bisschen voreingenommen ist. Natürlich, ist ja, nur Mensch. Das ist ja auch in Ordnung, dass man voreingenommen ist. Das hat jeder. Aber man muss eben versuchen, dass man dennoch neutral mit so einer Situation umgeht. Wir sind alle irgendwo geprägt und denken manchmal in der einen oder anderen Schublade, das ist nicht immer gut, aber es ist einfach so. Das müssen wir auch akzeptieren. Ja gut, das Schubladendenken hat uns ja geholfen in der Vergangenheit in der Natur. Also als wir aus der Höhle rausgekrochen sind, hätte ich fast gesagt, Freund oder Feind, man erkennt das, gut, Freund, Feind, kannst weitermachen. Also das sind ja Reflexionsmuster, die uns ja über Jahrhunderte vor vielen auch bewahrt haben. Ja. Da kann ich übrigens, fällt mir dazu ein, zu Schubladendenken und Vorurteilen, ein Buchtipp, genau, was ich gelesen habe, bevor ich nach Japan gegangen bin, tatsächlich, das passte auch ganz gut, war Achtung Vorurteile von Sir Peter Ustinov. Das erste Buch, was er in Deutsch geschrieben hat, und er hat auch ein Institut zur Vorurteilsforschung mal gegründet, in der Schweiz, meine ich, sitzt das, kann ich nur empfehlen. Kann man sich mit sich selbst beschäftigen, auch mit den eigenen Schubladen und Vorurteilen, die man so hat, aber natürlich auch mal andere ganz anders beobachten. Du hast jetzt hier ein schönes Buch schon mal rausgeholt. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Mensch, hier am Ende des ganzen Podcasts, wo du den Zuhörern einen Tipp geben möchtest, wisst ihr was? Und achte darauf, dass ihr das nicht macht. Gibt es da so einen Tipp, wo du sagst, boah, hey, mach das auf keinen Fall. Also irgendwie einen Ratschlag, den mitgibt. Also ich bin immer ein Mensch, ich bin positiv optimistisch, deshalb formuliere ich gerne auch positiv. Ich sage nicht, was man nicht machen sollte, sondern würde sagen, positiv formuliert, bleibt offen. Schränkt euch nicht zu sehr ein, auch sich selbst nicht, auch sich selber nicht zu sehr in Schubladen zu pressen, sondern das hat mir immer weitergeholfen, wenn ich mal auch Krisen, schwierige Situationen hatte, dass ich einfach gesehen habe, Mensch, was gibt's denn so noch? Und einfach eine gewisse Offenheit gezeigt habe gegenüber dem, was noch kommt. Also nicht verschließen. Genau. Nicht verschließen, keine Vorurteile aufbauen. Ja. Und sich hinterfragen. Genau. Klar, ich bin ja genauso wie du. Sag, hey, ich möchte es positiv formulieren. Ja, wie gesagt, bleib offen. Oder? Ja, bleib offen, aber es ist einfach so, ich sage immer, wir sind ja auch in der realen Welt. Es ist so, beide haben uns sehr viel mit
Persönlichkeitsentwicklung, Fortentwicklung und beschäftigt. Mhm. Und irgendwann sagt man, hey, wenn ich Negatives ausdrücke, ziehe ich Negatives an. Da gibt's ja sehr viel in der Welt. Aber es gibt auch halt viele Hörer, die sich das erste Mal mit diesem ganzen Thema beschäftigen. Und wo dann weg sagt, boah, muss ich unbedingt nicht machen, damit ich erfolgreich werde? Ja. Darum halt so diese umgekehrte Frage nochmal. Und auf der anderen Seite wissen wir beide, ein Nicht kennt das Unterbewusstsein nicht. Das heißt also, wenn man sagt, ich möchte abnehmen, dann heißt es, ich möchte nicht dick werden. Ja, aber das Nicht kennt das nicht. Was passiert? Die Leute werden dick. Und dann natürlich sagst, ich möchte nicht das und das machen, sie fokussieren, sondern hey, das, also in der Positivformulierung ja immer, ich werde dann und dann so und so viel wiegen. Mhm. Und das ist ein Ziel, was das Unterbewusstsein natürlich super gut verarbeiten kann. Von daher ist das eigentlich auch eine coole Überleitung oder so, wo man sagt, hey, was hat was mit Zielsetzung zu tun, wie man sie richtig formulieren soll. Mhm. Ja, das stimmt, ja. So, dass man es dann wirklich kurz hat. Also von daher, ja, das ist einfach ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Das ist so eine facettenreiche Art, oder was man berücksichtigen muss bei Führungskräfteentwicklung und vor allen Dingen, wo du, glaube ich, sehr viel Wissen auch hast durch die Marineausbildung, deine verschiedenen Stellen. Du hast ja, wie gesagt, in Japan gearbeitet, hast für ein japanisches Unternehmen gearbeitet, hast Führungskräfte mitgenommen, hast schon angedeutet, richtig viele Punkte, die man beachten soll, was sehr cool ist. Und in diesem Teil würde ich sagen, okay, das ist halt der erste Teil, den wir hier haben. Das ist einfach nur mal ein oberflächlichen Bereich. Wohin wir, was können wir uns erwarten? Wir werden einen weiteren Podcast aufnehmen, wo wir einfach in die Tiefe gehen. Und du hast mir auch schon gesagt, Carsten, machst du sehr, sehr gerne mit mir. Von daher finde ich das schön, dass wir mal einen ersten Eindruck hatten. Mhm. Und lass uns gleich nochmal mit in die Tiefe gehen. Und wenn der Hörer mehr wissen möchte und sagt, hey, das ist der Podcast, der interessiert mich weiter, dann nehmt gleich auch noch mit den vertiefenden Teilen.